Ja, hallo, Lieben, hier ist Christian Schemmeier, Paartherapeut bzw. Coach, Psychologe und so weiter und so fort. Na gut, ich rede mal nicht mehr über meine Haut. Wir haben wieder mal eins der berühmten Freunde-Videos hier. Diesmal eine Mutter mit einer anderen Mütterfreundin ist wieder. Ja, Freundschaften aus der Hölle, kann ich nur mal wieder sagen. Ich weiß, ich habe es auch so oft erlebt im Leben, es ist einfach. Was ist mit den Menschen los, fragt man sich dann immer. Aber wir gehen mal rein. Lieber Hemmsche, ich bin Mitte 20 und Single-Mama eines 2 Jahre alten Kindes. Nachdem ich mich von einer hochtoxischen Beziehung zu meinem Ex getrennt habe, co-abhängig und sehr pluspolig. Ja, also ich kann schon mal leicht sagen, dass ich weiß auch nicht, wer sich das da oben ausgedacht hat, aber ist ja nicht nur so, wenn man pluspolig ist, dass man da eine ganze Menge Nachteile davon hat sowieso. Ist auch noch so, dass man irgendwie Leute anzieht, die so fucking egoistisch sind. Also es ist wirklich, ich kann euch nur eins sagen, wenn ihr eins in eurem Leben, gerade wenn du 20 bist, wenn du eins abstellen wollt, macht die fucking Kurse, wenn wir sagen, es ist diese Drecks-Co-Abhängigkeit. Also es wird euch ein Vermögen kosten im Leben und die Leute respektieren euch nicht. Jeder latscht über einen drüber. Es ist ein Albtraum, wirklich, ey. Versuche ständig an mir selbst zu arbeiten und gerade auch für mein Kind nur noch Beziehungen zu führen, die uns gut tun. Ich mache auch eine Therapie. Ich bin umgezogen und habe somit neue Kontakte knüpfen müssen. Es haben sich ein paar Mama-Kontakte ergeben. Mit einer, mit der ich Hoffnung auf eine tiefere Bindung hatte, da sie einen recht reflektierten Eindruck machte. Hoffe, du denkst das jetzt nicht mehr. Habe ja schon mal reingeguckt in die Mail. Gab es nun mehrfach Konflikte, die mich sehr belasten. Ich hatte von Anfang an immer wieder ein mulmiges Gefühl im Bauch. Sollte man drauf hören. No, by the way. Kann aber auch nicht erklären, woher es kommt, da sie immer nett und freundlich war. Ja, Bauchgefühl gewinnt über alles. Also Bauchgefühl ist einfach so krass. Also da nimmst du einfach Sachen auf, die dein Verstand gar nicht begreift. Irgendwie. Ja. Wobei, ob sie jetzt so nett und freundlich ist, schauen wir mal. Und auch nicht, wir auch nicht so viel gemacht haben. Ein paar Mal gab es Kritik ihrerseits. Ja, ich weiß nicht, ob du schon länger Videos von mir guckst, aber in Beziehungen ist das ja in Freundschaft eigentlich auch nicht anders. Frühe Kritik, ich habe da auch in meinem Leben so oft drüber hinweggeguckt, aber frühe Kritik, ganz schlechtes Zeichen. Wer macht das? Machst du das? Kritisierst du jemand? Ich wette, du kritisierst niemand, den du frisch kennenlernst. Könnte ich für wetten, dass du das nicht machst. Und wozu auch? Was soll der Scheiß? Sind doch nicht hier da, um uns zu erziehen die ganze Zeit, aber wie gesagt, was du wahrscheinlich zu wenig machst, machst du wahrscheinlich zu viel, so, ne? Das will wahrscheinlich das Universum dir sagen, aber ich muss auch nicht mal Bock haben auf diese Aufgaben, ey. Also wirklich, gut, schauen wir mal weiter. Oder ich nenne es mal Zurechtweisung, mit denen sie auch oft recht hatte. Ja, aber sie ist nicht deine Mutter, ne? Beispielsweise waren wir im Zoo und mein Kind hat ein Kuscheltier mitgenommen von einem Stand, um es mir zu zeigen. Ich wollte es auch gleich zurückbringen, habe es mir aber kurz zeigen lassen. Ja, wunderbar. Daraufhin meinte sie, dass es nicht so gut sei, da es auch anders aufgefasst werden könnte, dass wir es klauen wollen oder so. Also ich weiß genau, was du meinst, ist diese Menschen, die einen die ganze Zeit belehren und coachen wollen. Letztlich ist es eine Ego-Sache. Unerträglich meiner Ansicht nach. Es ist auch genau wie das ganze Mansplaining. Ist im Grunde genommen ähnlich wie Mansplaining, jetzt nur von einer Woman. Das ist so fucking ermüdend, ey, wirklich. Und das nervt so unfassbar, wirklich. Und wozu, ne? Du hast sie nicht gefragt nach Feedback, so, ne? Wie gesagt, alles Kleinigkeiten und auch gesellschaftlich berechtigt. Nee, es ist fucking unberechtigt. Du klaust das ja nicht. Du lässt sie nur kurz zeigen lassen. Ein anderes Mal sagte sie, sie hätte sich rückblickend geschämt für mich. Ich muss gar nicht weiterlesen. Das ist so eine fucking Red Flag, wenn jemand euch sagt, er hat sich geschämt für euch. Wo entstehen denn diese ganzen toxischen Verhaltensweisen? Durch Schamgefühle in der Kindheit. Ich meine, ich kenne deine Kindheit jetzt nicht, aber das ist ein großer Punkt, dass wir beschämt werden in der Kindheit. Jetzt kommt wieder diese. Ich will jetzt keine Schimpfworte sagen hier auf YouTube, aber jetzt kommt die an und fucking beschämt dich. Alter, ey. Was stimmt mit der nicht, ey? Gut, also was hast du denn gemacht? Ein anderes Mal sagte sie, sie hätte sich rückblickend geschämt für mich, als wir auf dem Spielplatz waren und mein Kind einen Plastikdeckel, der den anderen Kindern gehört hatte, nicht sofort zurückgab. Boah. Ganz schlimm.
wie kannst du nur? Ekelhaft. Also, das ist, bin schockiert. Ich bin absolut schockiert, ey. Ich habe direkt reagiert, weil er es meistens von selbst abgibt. Leider sind die Kinder dann einfach gegangen. Ich habe ihr recht gegeben und gesagt, in der nächsten Situation, die so ähnlich ist, werde ich anders handeln. Nein, du musst ja eigentlich sagen, Alter, was stimmt nicht mit dir? Halt deine Klappe. Lass mich in Ruhe mit dem Scheiß. Macht man natürlich nicht, aber müsste man eigentlich sagen, ey, so, was stimmt mit dir nicht? Kümmere dich um deinen eigenen Scheiß. Wirklich, ey. Ich lerne ja noch bis zum ersten Mal Mutter. Ja, du bist demütig, nett. Mal gucken, was ich rausziehen kann, wenn mir jemand was sagt. Und sie latscht einfach bei euch drüber. Ne? Fucking Albtraum, wirklich. Man muss sich schon wieder am Morgen so aufregen. Nun habe ich mich immer etwas unwohl gefühlt und wurde im Beisein bei ihr oft angespannt und versuche dann, keinen Fehler zu machen und streng genug zu sein. Woher kennst du dieses Gefühl? Ich könnte wetten, du kennst das eurer Kindheit, könnte ich mir wetten. Sie sagte auch, ich setze meinem Kind eventuell zu wenig Grenzen. Hast du um Erziehungstipps gebeten? Ich glaube nicht. Ich dachte immer, es sind gut gemeinte Tipps. Da ich manchmal unsicher bin in meiner Erziehung. Sie hat sich aber oft, das ist Women's Planning, ne? Sie hat sich aber oft sehr fürsorglich ausgedrückt in ihrer Wortwahl. Auch immer betont, dass es nur ihre Meinung sei und ich sie ja nicht annehmen müsse. Ja, warum sagt sie das denn überhaupt? Aber gut, das ist ein bisschen das Problem hier, dass es so nett verpackt ist, aber es ist eigentlich fucking Albtraum, ey. Sie hat auch manchmal gesagt, dass sie mich lieb hat. Uff. Was die selbst in so einer Freundschaft so Love vor mir geben können. Wenn man jemanden liebt hat, dann puncht man den noch nicht so. Wir hatten auch viele Gutgespräche, sie hat mich viel gefragt und mir ihre Geschichte erzählt. Ich versuche mich kurz zu fassen. Und ich komme jetzt noch zu sensibel und kleinig vor, wo ich das aufschreibe. Nee, ist super, dass du mir schreibst, genau richtig. Also zwei Punkte noch. Wo mein Sohn und ihrer mal etwas gerangelt haben. Oh, toxische Männlichkeit. Haben sie gerangelt. Oh, böse. also, irgendwas gerangelt haben, hat sie die Situation so beendet, indem sie mir sagte, ich solle meinen Sohn wegnehmen. Mein Sohn ist 2 Jahre jünger als ihrer und hat ihn etwas geschoben. Und danach meinte... Es wäre besser, die Situation jetzt aufzulösen, indem wir gehen mussten. Ja, ist eigentlich wieder so ein bisschen beschämend, ne? Ach Gott, ey. Jetzt das Eigentliche. Sie ist aktuell schwanger und ich habe mich gefreut, sie wiederzusehen. Sie fragte mich, ob ich mein Jobangebot angenommen hätte, von dem ich ihr vor ein paar Wochen erzählt habe. Als ich sagte, dass ich es abgelehnt habe, meine Gründe erklärt habe, kam eine Art Vortrag, dass ich nicht so viel nachdenken sollte. Boah. Alter, hast du da irgendwie nachgefragt? Ich glaube nicht. Man vielleicht etwas ausprobieren muss. Wenn ich lange warte, ist es nicht gut für meinen Lebenslauf. Dein armer Lebenslauf. Wie kannst du nur? Dein Lebenslauf. Schrecklich. Ganz schlimm. Was stimmt mit den Menschen nicht, ey? Ich habe ihr dann gesagt, dass ich auf meinen Lebenslauf nicht so viel Wert gelegt hatte im klassischen Sinne. Ja, du musst dich gar nicht rechtfertigen. Also es ist dieses 1 und 1 ist 2 Phänomen. Also es ist einfach, wie willst du jemandem erklären, dass das einfach indiskutabel ist? Also du kannst dich hier rechtfertigen, aber es wird nichts daran ändern. Sie hat auch nicht einen Spaß daran, dich zu irgendwie dominieren oder so. Da wird sie nichts daran ändern. Da kannst du dir noch so viel erklären. Ne? Sie wird immer was Neues finden, was mit dir nicht in Ordnung ist. Ne? Das ist echt genau wie in so einer Beziehung. Das ist echt zum Schießen. Ey, wirklich, ey. Aber im Laufe des Gesprächs habe ich mich immer schlechter gefühlt. Ja, das passiert dann, wenn du mit solchen Leuten zusammen bist, die einen nur runterziehen. Ne? Irgendwann sagte ich dann, dass sie in ihrer Position vielleicht leichter Tipps geben kann, da sie ja nicht allein mit Kind ist und so weiter. Ich habe ja auch gesagt, dass es kein leichtes Thema für mich ist und ich mich eh nicht gut fühle mit Kind und ohne Arbeit und dass ich auf jeden Fall was ändern will. Ja, und dafür musst du nicht noch beschämt werden. Also sorry. Das triggert einen so hart an, wenn man so beschämt wird. Echt.
Damit wollte ich Ihnen nur zeigen, dass es kein spaßiges Thema ist und ich mir durchaus bewusst bin, dass ich arbeiten muss. Wir waren da irgendwann in der Küche, ich habe schon aufgehört, darüber zu reden, da kam sie und meinte, es täte ihr leid, dass sie mich mit ihren Aussagen wohl öfter in Bedrängnis bringen würde. Ja, soll sie es nicht machen. Es tut mir so leid. Oh, es tut mir so leid, dass ich dir total auf den Sack gehe. Oh, es tut mir so leid. Ja, ich sagte dann, dass sie ja recht hatten. Ja, also ich meine, man sieht, wie das Universum euch beide gematcht hat. Du bist einfach viel zu nett, ne? Aber ich kann es total verstehen, weil man halt mit dem so ist. Es ist so schwer, das. Oh, aber du bist einfach viel zu nett. Und man kriegt da nicht Nettigkeit zurück, sondern man zieht dann auch noch obendrein so egozentrische Menschen an. Es ist einfach. Ich weiß nicht, wer sich das ausgedacht hat, aber du bist einfach viel zu nett, ne? Wirklich, ja. Das macht. Also, wenn ein wirklich eins. Ich finde schon in Ordnung im Leben, anständig zu sein, aber diese übertriebene Nettheit, kann ich wirklich sagen, als Betroffener, bringt dir nur fucking Nachteile. Das Leben klatscht dir links und rechts einer runter in einer Tour. Wirklich, da muss man aber mal sagen, es funktioniert nicht. Ich bin zu nett. So, ne? Das Problem ist natürlich nur, wenn du jetzt sagst, ey, Alter, du gehst mir echt so taufen Geist, was soll das? Also du darfst sie natürlich nicht kritisieren, bin ich mir ganz sicher, dann ist bestimmt, kannst du nur, dann ist natürlich ganz schlimm, sie darf das natürlich, aber du darfst bestimmt nicht. Also es führt eh zu nichts, deswegen, ich weiß nicht, was man da machen soll, also das loslassen oder wenn du mit ihr treffen willst, musst du es halt akzeptieren. Aber ich würde dir nicht noch sagen, oh ja, oh, das ist auch, oh, danke für deine. Also kannst du ruhig sagen, ich meine, ich weiß nicht, was du mit so einer Freundin willst, aber kannst du ruhig sagen, ich will das nicht. Ich will nicht irgendwas von dir wissen, welchen Ratschlag von dir wollen bräuchte, würde ich dich fragen. Das kannst du wirklich sagen, ne? Und wenn ich dich nicht frage, brauchst du mir auch keine geben. Da können wir über die Weltfrieden reden und über was die besten Pampers sind oder was. Aber lass mich in Ruhe damit, ne? Ja. Dann auf einmal fing sie mit dem Satz an, dass es ja gut wäre, dass es hier nicht so ist wie in China. Oh, was kommt denn jetzt? Okay. Woraufhin wir kurz von den Kindern unterbrochen wurden und als sie zurückkamen, ich meine, in Deutschland ist es auch schon echt, ich finde das Klima gerade auch super nervig. Ich glaube nicht, dass es noch sie so oben drauf sind in der Welt. Also, wer weiß, wie es ist. Vielleicht ist es in China gar nicht so schlimm. Obwohl, glaube ich eigentlich auch nicht. Aber es ist wahrscheinlich schon schlimm in China. Woraufhin wir kurz von den Kindern unterbrochen wurden und als ich zurückkam, fragte ich sie, ob sie mir damit sagen wollte, dass man in der Gesellschaft was beitragen muss. Lass dich doch nicht so drauf ein. Dann, ja, China. Sagst du auch China, China, China. Ja, da rein, da raus. China, Sackkreis umgefallen. Scheißegal. Jetzt, also du. Sie schmeißt jetzt so einen Brocken hin und nimmst den Brocken auf. Lass es doch. Ne? Jetzt fragst du noch, es kostet wahrscheinlich die nächste Belehrung. Ne? Ja. Worauf sie meinte, ja genau, es wäre ja gut, dass man hier nicht so unter Druck steht wie in China, also dass man sich gleich gar nicht mehr klarkommt wegen dem Druck, aber dass auch jede Entscheidung wichtiger ist als das Individuum. Wahrscheinlich meint sie, die Gruppe ist wichtiger als das Individuum oder so, keine Ahnung. Dann sagte sie noch, dass das Individuum schon vor der Gesellschaft stünde, aber eben nicht in jeder Situation. Irgendwann war ich an dem Punkt relativ geschockt. Ich weiß nicht, ob ich übertreibe, aber ich fühlte mich einfach schlecht. Hat sie den Eindruck, sie suggeriert irgendwas oder übertreibe ich und mache ich mich zum Opfer? Naja, diese ganze Vorgeschichte, ich weiß es natürlich jetzt nicht. Also tatsächlich ist gut, mit solchen Menschen Fragen zu stellen. Also was willst du mir jetzt eigentlich damit sagen? Das ist eine gute, sehr gute Replik. Was willst du mir eigentlich damit sagen jetzt? Ja, und nur das Problem ist meistens, dass diese ganze, das ist schon so eine wirklich ekelhafte Piekserei, die sie hier betreibt. Da gibt ja natürlich nicht jemand jetzt zu, ey, ich will dich einfach nur fucking nerven und dich pieksen und kritisieren, weil ich irgendwie Bock drauf habe und meinen Schmerzkörper, wie das hier so vorgibt. Aber trotzdem ist es eine gute Replik, weil dann, wenn du was fragst, kann dich da niemand für runterputzen. Ne? Das ist ja immer eine gute Strategie. Fragen ist immer eine sehr gute Strategie zu reden und wieder in den Driver's Seat zu kommen. Was meinst du damit? Was willst du mir sagen? Letztlich weiß man es natürlich auch nicht. Das ist schon ein bisschen crazy Communication hier. Ne? gut, vielleicht kriegen wir ja noch einen Punkt, was sie sagen wollte.
Ich meinte dann, dass ich durch mein Kind ja auch was beitragen würde, auch wenn es nicht so anfühlt für mich. Natürlich, ey, danke für deinen Dienst an der Gesellschaft. Deutschland schrumpft jener Generation um 30%. 30%. Also auf 30 Jahre so. Ich meine, jetzt kann man natürlich sagen, weltbevölkerungsmäßig alles gut, aber ich kann, danke für deinen Beitrag zur Gesellschaft. Du lieferst ihn definitiv, wirklich. Ne. Aber dass man sich überhaupt rechtfertigen muss, also sorry, das ist so out of order. ich würde ja auch was beitragen. Da sagte sie nur, dass ich in 5 Jahren, wenn ich da immer noch so denke, das nicht gut wäre. Gott, das komme ich langsam nicht mehr mit. Beziehungsweise, dass gefährliche Gedanken sind, dass ich mir die perfekten Umstände wünschen würde. Also das ist so richtig crazy making communication. Das ist so richtig, was soll das? Was willst du mir sagen? Was willst du mir jetzt unterschieben? Das ist auf jeden Fall nichts Wohlmeinendes. Da spürt man irgendwie mal was, aber auch gar nicht. Es wird nur so angedeutet. Oh, das ist hochtoxisch, wirklich, was hier passiert. Muss ich einfach sagen, ne? Das ist so richtig manipulative Kommunikation. Ne? At its finest. Als ich dann etwas geknickt rumsaß, bot sie mir einen Tee an, den ich ablehnte, einfach nur, weil ich keinen Tee wollte. Ich sagte dann, dass ich endlich meinen Sohn zu Hause hinlegen wollte, was sie auch vorher schon im Raum stand. Sie wollte eigentlich noch zusammen raus. Vielleicht ist sie deswegen sauer gewesen. Was habe ich falsch gemacht? Das ist Walking on Eggshells, was dann passiert, ne? Auf deiner Seite, ne? Auf Eierschalen laufen. Auf jeden Fall hat sie mich plötzlich nicht mehr angeschaut und weder auf mich noch die spielenden Kinder reagiert, die sie sonst mit, ach schau, wie süß die zwei kommentieren. Ich fragte dann, ob alles in Ordnung sei. Aber man merkt so richtig, wie du komplett aus dem Leim gehst hier. Und das ist eine tolle Mail, wirklich. Aus dem echten Leben, ey, ja. Leute, ey. Was sind das für Freunde, ey? Das ist eigentlich nur Dreck, ey, wirklich, ey. Mit Freundschaft nichts zu tun, ey. Ich fragte, ob alles in Ordnung sei. Daraufhin lächelte sie schief und sagte, ja, dass alles in Ordnung sei, aber dass sie jetzt lieber nichts mehr sagen würde. Oh. Ganz schlimm. Ey. Es ist wirklich total toxische Kommunikation. Ne? Dann druckte sie herum, so als könnte sie mit mir nicht reden. Dann sagte sie, das Thema Arbeit wäre ja gut genug und sie wäre eben jemand, der seine Meinung sagt. Ich darf dir wohl meine Meinung mal sagen. Darf dir wohl den ganzen Tag kritisieren und dich wegen jedem Scheiß fertig machen. Ne? Darf dir wohl seine Meinung sagen. Das ist so, als wenn ich auf die Straße zu irgendjemandem hingehe und sage, ey, du bist so fucking hässlich. Ich darf dir wohl meine Meinung sagen. Was wollt ihr eigentlich? Das ist völlig gaga. Sorry, ey. Völlig gaga, ey. Ja, und dann gehst du da raus und willst eigentlich nur noch weinen, weil ich einfach nur schlecht fühlst, ne? Ja. Ich spürte da schon einen Kloß in meinem Hals, versuchte aber nicht in meinen schwachen Modus zu gehen und zu weinen, obwohl mir danach war, genau. Meine Antwort, dass es ja auch blöd ist, ein Gespräch so zu beenden, sagte sie, dass sie schwanger sei und ihre Kräfte sparen müsse. Wie kannst du mich so stressen? So, also sie hat die Energie, dich die ganze Zeit runter zu putzen. Und wenn du mal Mini-Kontra gibst, dann sagt sie schwanger, sorry. Ist das die Art von Freunden, die da, also wirklich, ganz ehrlich, ich meine, ich kenne diese ganze Scheiße rauf und runter, Illoyalitäten, unnötig kritisiert werden, crazy Community, also kenne ich alles. Dann denke ich mir echt, ey, ich lieber in einer einsamen Waldhütte sitzen, mit dem Hund meinetwegen irgendwie, Rehe füttern, ab und zu mal in die Stadt fahren, Lebensmittel holen, keine Ahnung, Schafe hüten, dann lieber keine Freundschaften. Ohne Scheiß, das ist ein Albtraum. Dann wollte sie, dass wir alle rausgehen und war dann klar, dass ich mit Kind heimfahre. Mir ging es so dreckig danach. Ja, das ist genau wie eine... Alles in Ordnung, dein System zeigt dir einfach an, dass
das weder wohl manipulative, nicht wohl meine Kommunikation und irgendwie hat es mir auch so einen Spaß daran, dich da fertig zu machen. Also ich kann dir das nicht raten, diesen Kontakt fortzusetzen, aber musst du wissen, aber sorry, da muss es auch noch andere Mütter geben. Aber überleg mal, was sich da vielleicht wiederholt, ne? Aus deiner Kindheit vielleicht, weil ich glaube, dass es kein Zufall ist und man merkt, dass du, ich kenne das rauf und runter. Ich bin auch, denkt man vielleicht gar nicht, aber ich bin ein sehr netter Mensch. Und hab da mittlerweile, aber ich meine, ich finde es trotzdem richtig anständig zu sein, aber du bist nicht bestätigt dafür, also in unserer Gesellschaft zunächst nicht, du bist nur, wenn Leute merken, dass du relativ wahrscheinlich zu nett bist, wird immer wieder versucht, über deine Grenzen zu latschen und es ist einfach, es funktioniert einfach nicht, ne? Die Leute, die ein bisschen harsch sind, abgegrenzt, bisschen rüde, kommt viel besser klar, ne? Das ist verrückt. Ne? Ja, ich habe dann einige Freunde gefragt, ob es mein Fehler war. Nee, also, wie gesagt, die Frage ist, was ziehst du dir da an, so, ne? Das muss man natürlich, kann man natürlich überlegen, aber du hast das allein schon, dass du das, aber das fragt man sich ja immer in diesen Kontakten, was habe ich falsch gemacht, kannst du dir sparen, gar nichts. Wie gesagt, der einzige Fehler ist, dass du zu nett bist. So, ne? Klar, war kurz bedrückt wegen dem Thema, wollte mich nicht absichtlich zum Opfer machen oder so. Ja, nee, alles gut. Ich wollte auch gar nicht dauernd drüber reden, habe es leider nicht unterbunden. Ich habe ihr dann auch mal einem zugestimmt und nur einmal eingewandt, dass sie vielleicht sich nicht in guten meine Lage hineinversetzen kann. Ja, aber es gibt keine Möglichkeit. Also sagst ihr es mir in den Kommentaren vielleicht, wie soll man mit so einem Menschen umgehen? Ich meine, jetzt machst du dich, damit sie, du denkst jetzt, sie attackiert dich weniger, wenn du sagst, ja, du hast recht, du hast recht, du hast recht, aber das wird nicht sein, sie wird dich immer weiter attackieren. Gebe ich dir Brief und Siegel drauf, kannst du mir gerne in 3 Monaten schreiben, wenn ihr weiter in Kontakt seid, sie wird dich weiter und weiter attackieren. Deswegen ist ja auch oft so, dass man, deswegen, ich weiß, das tut mir das ja auch leid, dass ich oft sagen muss, ist vielleicht besser, diesen Kontakt nicht zu führen, weil, was willst du machen? Und wenn du dich abgrenzt, dann kommt sie, spinnst du, ich bin schwanger, kannst du dich hier abgrenzen oder mir Grenzen aufzeigen, dann wird sie noch sauer werden. Also da gibt's, ich weiß nicht, was du da, wie du das so kommunizieren willst, dass sie damit aufhört. Aber das würde ich nicht machen, so einem zustimmen, weil das ist einfach Quatsch. Ja, du bist nicht kleiner als sie irgendwie, ne? Noch dazu habe ich sie nicht gebeten, mir alles zu erzählen. Ja, genau. Sehr gut. Richtig. Endlich. Endlich sagst du es mal. Und spätestens bei dem Thema China war ich, das ist irgendwie auch so lustig, war ich echt fertig. Ich bin kein fauler Mensch. Ey, sorry, du musst dich nicht rechtfertigen. Und es steht auch gar nicht zur Diskussion, dass ich da arbeite. Vielleicht hat sich nur Sorgen gemacht. Nee, das ist einfach manipulative Kommunikation. Ich empfinde einfach nur Unwohlsein, möchte am liebsten mich komplett zurückziehen aus dem Kontakt. Ja, richtig, wunderbar. Sehr gut. Habe ich natürlich auch Angst, dass ich nur unfähig bin, Kritik anzunehmen. Ey, du musst keine. Glaubst du, die kann Kritik? Also du kannst sie ja mal kritisieren, die geht durch die Decke, kann ich ja schon sagen. Du kannst Kritik annehmen, du hast noch nichts falsch gemacht. Und für die Kinder ist ja auch blöd. Ach, Kinder. Die wird auch irgendwann dein Kind maßregeln, also da musst du euch keine Gedanken machen. Vielleicht hast du eine Einschätzung, PS, die ist 10 Jahre älter als ich. Ja, gut. Ist das ein Grund, jemanden scheiße zu behandeln? Sorry. In diesem Sinne, wir sehen uns bald wieder. Schau, ihr Lieben.